Willkommen auf Junkies Corner zu einer neuen Folge. Heute gibt es mal was ganz anderes, wie es jeder schon mal gemacht hat. Habe ich mir gedacht, heute machen wir mal ein Unboxing-Video. Und zwar, es ist sicher nichts Spektakuläres. Wir haben hier drei schöne kleine Päckchen, die mit dem Thema des Blogs zu tun haben. Wir haben hier das erste mit Airmail, kommt von Jim Bagley. Manche können sich jetzt schon denken, was da drin ist. Jim Bagley ist aus der Sinclair ZX81-Szene, vielleicht bekannt. Schauen wir mal, was wir hier drin haben. Genau, wir haben hier kam über Selmay Retro von Jim Bagley. Und hier mit einer netten kleinen Widmung und Unterschrift. Und hier haben wir die SD-Karte. Was ist auf dieser SD-Karte? Halten wir mal ganz neu heran. Das ist Dragon's Lair für den Sinclair ZX81. Genau, richtig gehört. Ist offiziell erlaubt worden von den Dragon's Lair Entwicklern. Und Jim Bagley hat es geschafft, das auf dem ZX81 zum Laufen und zum Spielen zu bringen. Ich mache dazu da noch ein separates Video, dann kann man sich das anschauen, was das genau, wie das genau ausschaut. Schön, Nummer 1. Nummer 2 kommt wieder per E-Mail, kommt aus England wieder. Wir haben hier, was haben wir hier? Das ist ein bisschen besser verpackt. Schneiden wir auch mal auf. Das ist ganz hervorragend verpackt. Was haben wir hier? Ja, wir haben hier etwas von Retro Computer Check aus England. Und zwar ist es ein Serial Adapter für die Sinclair Rechner. Diese Seite hier sieht man am Stecker, kommt in den Sinclair rein oder in den QL, passt auch zum QL dazu. Und hier haben wir den Stecker, der auf die PC-Seite kommt. Ich mache das jetzt nicht komplett auf. Es gibt dazu dann später noch ein Video und einen kleinen Bericht, was man mit dem Ding anstellen kann und ein Beispiel natürlich. Hier haben wir auch wieder, ist auch wieder über Retro Computer Check gekommen. Genau, und dann noch zum letzten Päckchen. Das kommt aus Frankreich. So wie es ausschaut. Schauen wir mal, was da drin ist. Da sollte etwas Schönes drin sein. Wenn man das Paket aufbekommt, ohne sich zu verletzen. Auch wieder schön verpackt. Schauen wir mal, was wir hier haben. Das ist etwas bisschen Größeres. Das ist nochmal verpackt. Hier machen wir mal auf. Das ist eine Antistatikfolie. Und voilà. Was haben wir hier? Eine wunderschöne kleine Platine. Und zwar machen wir ein bisschen näher, dass man es besser sehen kann. Das ist eines der Just Specky Boards von Saxon. Saxon hat hier den ZX Spectrum 128 nachgebaut mit ein paar schönen Feinheiten. Wir haben hier einen SD-Kartenleser drauf. Und Joystick-Anschluss und ja, Stromanschluss, S, hier ist ein Videoanschluss
Und das ist ein komplett bestücktes Board bis auf die ULA. Die ULA kommt hier unten rein. Passt in ein Standardgehäuse. Und ja, hier haben wir den Stromanschluss. Und da wird es bestimmt noch ein separates Video mal von mir geben dazu. Wie gesagt, ein ganz schönes Teil und es dürfte eins der ersten fünf ausgelieferten fertigen Boards sein. Also bestückten Boards. Ja, das war mal ein Unboxing-Video von Junksys Corner. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.